Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich berichte hier von meiner aktuellen Fahrradtour von Deutschland zum Nordkap und zurück. Dabei halte ich mich im Wesentlichen an die Eurovelo-Routen. Hier auf der Karte siehst du die Route, die ich mir vorgenommen habe. Ich bin in Deutschland gestartet und mein erstes großes Ziel ist das Nordkap. Von da aus auf dem Eurovelo 1 dann wieder Richtung Süden, zurück nach Deutschland. Heute ist der 1. Juli 2022. Der rote Pfeil auf der Karte neben mir zeigt, wo ich gerade bin. Ich bin gestern in Tornio, das ist die erste Station in Finnland, angekommen. Morgen geht es weiter Richtung Rovaniemi, das ich in 2 Tagen erreichen werde. Und von da aus weiter nach Norden, nach Inari. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Nordkap. So, ich musste mal die Location ändern. Auf der Terrasse vom Café wurde es mir zu warm. Ich sitze jetzt in der Hütte, die ich hier auf dem Campingplatz für 2 Tage gemietet habe. Naja, kühler ist es hier nicht. Im Moment sind es hier 30 Grad im Schatten. Der letzte Teil meiner Videoserie endete kurz vor Umeå. In Umeå habe ich in einem Hostel übernachtet. Ich war schon früh am Nachmittag dort und habe die Zeit genutzt, mir die Stadt ein wenig anzuschauen. In der Stadt war gerade 400-Jahr-Feier mit vielen Events und 2 Open-Air-Bühnen. Natürlich habe ich da ein wenig hineingeschaut. Auch die Rockszene war anwesend. Am nächsten Tag heißt es wieder strampeln. Auch wenn ich die High Coast hinter mir habe, 400 Höhenmeter am Tag sind es im Schnitt trotzdem. Bei den schwierigen Passagen, wo es über einen Pass geht, werden die Straßen renoviert. Die Erde hier ist total weich. Fahren geht gar nicht und laufen ist schon schwer. Wie wenn man das Fahrrad durch weichen Sand schiebt. Die Straße mal fertig ist und eingefahren, dann ist es fast so gut wie auf Teer. Passt. Heute ist Midsommar, der 24. Juni, ein großer Feiertag in Schweden. Kennt man ja von Ikea. Bin inzwischen wieder auf einer Naturstraße. Bei schönstem Wetter, es soll heute sehr warm werden. Überhaupt die nächsten Tage. Ja, Elche habe ich immer noch nicht gesehen. Ich war
war jetzt schon seit einigen Kilometern auf einer schnurgeraden Straße. Jetzt kommt die erste Kurve. Ich vermute mal, dass das so ein militärischer Notlandeplatz ist. So breit und so gerade, das ist typisch. Bin wirklich bald in Finnland. Die Straßen sind schon total finnisch. Die Landschaft ändert sich auch. Hi. Where are you from? Germany. Ah, kann man ja Deutsch reden. Er kann das nicht anhalten, kann ich verstehen. Nee, am Berg. Da sind zwei Kinder gerade drin. Oh. Da kommt man dann auch nicht mehr los, wenn man einmal anhält. Ja. Genau. Wo fahrt ihr hin? Nach Stockholm. Ja. Wir sind in Helsinki gestartet und fahren so einen Bogen. Schön. Und Sie? Ich fahre hoch zum Nordkap. Ah, ja. Ich komme von Heidelberg. Und den ganzen Weg. Aha. Wo habt ihr übernachtet letzte Nacht? Ein Stück weiter hier. Ist auf der linken Seite eine schöne Badestelle. Da haben wir unser Zelt aufgestellt. Ja, also das war... Geht das mit den Mücken? Ja, die Badestelle ist gemäht. Dadurch ging das. Aha. Also wir hatten auch schon sehr schlechte Rastplätze. Ja, im Moment sind sie stark am Kommen, die Mücken. Ja, ja. Aber jetzt ist auch das Peak irgendwie. Ja. Und hier sind auch viele Bremsen unterwegs. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Auch noch gute Fahrt. Genau. Tschüss. Wo bist du gestartet? Ich bin heute den ersten Tag unterwegs. Ach so. Bin mit dem Flieger hochgeflogen und fahre jetzt runter. Nach Luleå, oder? Mhm. Ah. Ja. Jetzt Richtung Stockholm. Genau. Ich wollte es ursprünglich andersrum machen, weil das die richtige Tour für mich wäre. Weil ich habe von Süd nach Nord geplant und habe alles von Sizilien, also von Palermo bis Stockholm jetzt gefahren. Aha. Aber ich wollte jetzt nicht in Luleå machen mit dem Fahrradkarton rumhühnern und den organisieren und zum Flughafen. Und das ist doch einfacher so zu machen und aus Stockholm kann ich mit dem Flixbus fahren, weißt du? Ah ja, das ist dann einfacher als mit dem Flieger. Ja, richtig. Ich fahre heute nach Luleå. In Luleå trennen sich die Geister, scheiden sich die Geister. Es gibt den direkten Weg Richtung Nordnorwegen. Und Richtung Nordkap. Aber ich hatte mir ja überlegt, erst noch ein bisschen durch Finnland zu fahren. Bei diesen Temperaturen und den vielen Seen mit angelegten Badestellen bietet es sich förmlich an, die Gelegenheit zu nutzen.
In der Mittagszeit nehme ich ein kühles Bad. Ich werde gerade attackiert von riesigen Bremsen. Die sind ja fast schlimmer als die Moskitos. Vor allen Dingen wird man die nicht los während der Fahrt. Die folgen mir jetzt schon einige Kilometer. Und der Wind macht denen auch nichts aus. Es ist inzwischen 9 Uhr abends. Ich bin durchgeschwitzt vom Nichtstun. Und ich freue mich auf morgen, wo es wieder weitergeht, auf Tour. Jetzt durch Finnland. Noch knapp 1000 Kilometer bis zum Nordkap. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Ich werde weiterhin berichten, wie es mir in Finnland und später dann in Norwegen ergangen ist und welche interessante Landschaften man dort zu sehen bekommt. Also ich freue mich. Bis dann, ciao.